Hallo, willkommen zum neuen Video. Dieses Mal habe ich einen Motortank und auf dem mache ich eine Unterwasserszene. Das wird jetzt ein zweiteiliger Film. Als erstes mache ich das Hintergrunddesign, das heißt ein Riff mit verschiedenen Fischen. Und im zweiten Teil kommt noch ein Hai dazu. Motortank ganz normal mit einem Scotch 3M Pad angeschliffen. Mit Sekundenfenner entfettet und dann kann man eigentlich loslegen. Ich habe jetzt mit Schwarz die Stellen vorgelegt, wo nachher das Korallenriff zu sehen sein wird. Jetzt nutze ich die dritte Schablone, um schon mal festzulegen, wo das Riff nachher ist. Im Set wird nachher ein dreiteiliges Riff sein, eine Wasserstruktur, dann zwei dreiteilige Fischsets, wobei einmal ein Fisch da ist und einmal ein Schwarm mit 5 Fischen. Also das geht die erste Schablone, um das Riff abzudecken. Ich nutze für diesen Arbeitsschritt opake Farben, das heißt also deckende Farben. Hier reiße ich ein Stück von einem Papier ab, um eine nicht scharfe Kante zu bekommen, sondern so ein bisschen ausgefranste, um das Riff nach oben hin zu verlängern. Und man kann natürlich dann mit jeder Schablone und jedem Schablonenteil dann Details da reinbringen. So, jetzt wechsle ich zu transparenten Farben. Transparent heißt, man braucht halt immer einen hellen Untergrund, damit die Farben überhaupt wirken. Auf Schwarz wirken sie gar nicht und auf Weiß kommt dann, je nachdem wie weiß ich das gemacht habe, kommt die Farbe dann halt schön raus. Und der zweite Vorteil ist, diese Original-Petrolfarbe, die der Tank hat, die wird an einigen Stellen, wo das Blau rüberkommt, halt ein bisschen dunkler, aber insgesamt passt sich das ganz schön in die Originalfarbe an. So, das ist jetzt die zweite Schablone. Ich habe jetzt also das Schwarz als Untergrund, ich habe ein Highlight Weiß und das ist jetzt die Schablone, die eigentlich grau ist. Und man kann natürlich das auch insgesamt bunter gestalten, aber meiner Meinung nach wird das ein bisschen zu sehr von dem Hai nachher ablenken. Von daher bleibe ich jetzt halt bei Ton in Ton. Ein bisschen Farbe werde ich nochmal da drauf machen. Aber jetzt kann man wirklich schön sehen, wie detailreich das ganze Riff geworden ist. So, ich habe also jetzt Blau genommen, jetzt das gerade war Gelb, das heißt also Blau und Gelb gibt leichte Grüntöne. Jetzt nehme ich das Magenta und da entstehen dann halt diese Magenta-Violett-Töne. So, und jetzt nutze ich die erste Schablone nochmal, die allererste, um quasi ein bisschen Hell-Dunkel-Kontrast an der Kante des Riffes noch mal ein bisschen zu machen. Und dann kommt noch mal zum Schluss die Highlight-Weiß-Schablone, um in den ganzen Strukturen noch ein paar mehr Details einzusetzen. Das Schöne bei der Schablone ist, könnt ihr jetzt so nutzen, wie sie da ist. Man kann sie aber auch 90 Grad drehen. Das passt eigentlich immer. So, jetzt kommen die Fischis dazu. Wie gesagt, das Set besteht jetzt aus
zwei verschiedenen Fischen. Also einmal hier ist der Schwarm, das heißt, da sind fünf Fische, die sich überlappen. Dann vom selben Fischtyp halt nochmal ein einzelner in größer. Und ich nutze nochmal einen von dem aus dem Schwarm und setze den separat nochmal oben hin. Dass wir jetzt sieben Fische da haben. Es besteht die Möglichkeit, die Fische auch in Farbe zu machen. Das heißt also, die Schablone, die ich jetzt gerade auflege, die nutze ich jetzt in einem leichten Grauton. Kann sie aber im Vollweiß machen und dann in Orange-Rottönen sprühen, sodass es halt der Originalfarbe der Fische entspricht. Ich wollte aber jetzt halt nicht, dass es zu sehr von den Farben ablenkt. Also die Farben zu sehr nachher von dem Motiv ablenken. Von daher zeige ich das jetzt erstmal nur in Grautönen. Und hier ist also die Wasserstruktur, die auch in dem Set vorhanden ist. Einfach mit Weiß drauf gehen. Wenn man nachher in diese Blau-Dunkelblautöne geht, kann man natürlich auch diese Struktur mit verschiedenen Blautönen machen. So entsteht so ein bisschen der Effekt der Tiefe. Das ist jetzt der letzte Fisch und jetzt kommt die dritte Schablonenreihe dran, das heißt, das ist das Highlight Weiß. Man sieht, sind die Schablonen jetzt dreckig, aber trotzdem, wenn man sich halt zwei Punkte aussucht, die an verschiedenen Stellen der Schablone sind, kriegt man eigentlich die Schablonen wunderbar passgenau aufgesetzt. So, das ist jetzt also circa 8 Minuten und man hat einen wirklich sehr detailreichen Hintergrund mit unheimlich vielen Details. Und dann kann man natürlich dann das Ganze noch kombinieren, wie ich das jetzt gleich mache, mit einem Hai oder anderen Fischen oder einem Taucher oder was man will. Ebenfalls kann man natürlich diese Fische bunt machen, wenn man es halt noch bunter haben möchte. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten, ciao.